Immer mehr Deutsche wandern ins Ausland aus, weil sie die Schnauze voll haben oder weil sie ihr Glück und ihr Abenteuer woanders suchen möchten. Und was hat das mit meiner Flucht nach Zypern zu tun? Sanfte Grüße, meine Freunde des kritischen Denkens. Ich war ja gerade für eine Woche auf Zypern. Ich habe dort sehr viel erlebt und von dieser Reise möchte ich dir heute berichten. Wie ihr ja wisst, gibt es sehr viele Deutsche, die mittlerweile auswandern wollen. Hier gab es zum Beispiel auch einen spannenden Artikel in der Welt, wo man sieht, wie viele deutsche Staatsbürger beispielsweise nach Österreich, Schweiz, Spanien, USA, Frankreich und so weiter auswandern wollen. Und ich spreche hier immer, genau wie es ja bei der Migration nach Deutschland immer um diese berühmt-berüchtigten Push- und Pull-Faktoren geht. Also welche Faktoren führen dazu, dass du zum Beispiel aus dem Land, wo du jetzt wohnst, raus willst? Oder welche Pull-Faktoren, welche Vorteile, die du irgendwo anders erhoffst, führen dazu, dass du in ein anderes Land willst? Ja? Und beispielsweise, wenn es jetzt um Mallorca geht, wo ich ja seit 10 Jahren lebe, dann war es damals für mich vor allem der Pull-Faktor mediterranes Klima, mediterrane Küche, mediterranes Leben. Ich habe mich auch gestern hier beispielsweise mit Alex Raue, den kennt ihr ja wahrscheinlich auch vom Vermietertagebuch, getroffen. Der war gerade zu Besuch und dann einfach sich so hinzusetzen ins Café, ganz entspannt mit Shorts und Flipflops, ein bisschen über die Arbeit zu reden, ein bisschen über Gott und die Welt. Dieser ganze Lifestyle, der sagt mir einfach unfassbar zu. Es gibt aber auch Push-Faktoren für viele Leute, die aus Deutschland raus wollen, manche sogar aus der EU, weil die sagen: Ich habe zum Beispiel die Schnauze voll vom ständigen Wetter, dass es immer nur regnet oder so. Das ist gerade, wenn man zum Beispiel in Berlin oder Hamburg lebt, häufig ein Grund. Man sagt einfach, boah, es ist alles immer so grau, ja, und im Winter so kalt und ich will ja einfach weg. Es gibt auch Leute, die sagen, ich zahle viel zu viele Steuern, wo ich hier wohne. Kann doch nicht sein. Ich finde das komplett ungerecht und so weiter. Deswegen will ich jetzt auswandern. Ja, für mich waren beispielsweise die Steuern nie ein wirklicher Grund auszuwandern, weil hier auf Mallorca sind die Steuern zwar auf Unternehmensebene ein bisschen niedriger, aber Einkommenssteuern und so sind hier auch nicht besser als in Deutschland. Und als ich ausgewandert bin, wusste ich noch nicht mal, wie die Steuern hier waren. Ich fand es einfach nur geil, auf Mallorca leben zu können. Ja? Und bevor ich jetzt auf Zypern ein bisschen eingehe und meine Reise, ja, also wo ich dort überall war, wen ich dort alles kennengelernt habe und so weiter, gehe ich noch so ein bisschen jetzt mal auf Zypern insgesamt als Standort ein, weil ich glaube, das ist interessant, sich mal auch anzuschauen, wenn man auswandern möchte, weil man merkt auch immer mehr und mehr Leute aus Deutschland ziehen dorthin und sehen dort irgendwelche Möglichkeiten. Ja, zum Beispiel auch der Homo economicus von YouTube, den kennen vielleicht auch einige von euch, also Aaron, ja, oder auch, den kenne ich noch von früher aus Nürnberg, den Florian Doktor, also Dr. Florian Roski, ja, der ja auch in Nürnberg teilweise da immer doziert hat. Ich habe sogar mit dem einen Unterricht dort zusammen gemacht. Der investiert ja auch schon seit einigen Jahren dort in Zypern, ja, und immer mehr Leute, die dort auch hingehen. Und ich habe beispielsweise auch am Flughafen dort in Larnaca zwei Herren getroffen, schöne Grüße an dieser Stelle, mit denen ich mich unterhalten habe, die auch hier diese Videos von mir anschauen und die gesagt haben, hey, wir wollen einfach raus aus der EU. Ja, also auch interessant. Und deswegen, Zypern ist deswegen so eine Art, ja, hat deswegen, glaube ich, so einen Reiz, weil einerseits bist du hier natürlich noch im Mittelmeerbereich, das heißt, du hast genau dieses mediterrane Klima wie eben ähnlich auch auf Mallorca. Wobei man schon sagen muss, als ich jetzt da war, es war noch um einiges wärmer als auf der Insel hier auf Malle. Da muss man natürlich selber für sich auch abgleichen, ob man wirklich halt fast das ganze Jahr über warmes Klima will. Gleichzeitig sieht man aber auch jetzt mal regional gesehen, ne, ist ja Zypern immer noch relativ nah beispielsweise auch an Deutschland. Ich meine, es ist kein Vergleich mit Mallorca, weil Mallorca, da bist du ja teilweise in unter 2 Stunden hier in Nürnberg oder so. Aber wenn du jetzt zum Beispiel von München fliegst nach Larnaca, dann hat das ungefähr auch nur 3 Stunden gedauert. Ja? Das heißt, es ist um einiges näher als jetzt, also jetzt als zum Beispiel Thailand oder irgendwie hier Südamerika. Und wenn man zum Beispiel aus Deutschland auswandert, aber noch Familie in Deutschland hat, die man öfters mal sehen will, dann spielt natürlich das eine große Rolle, weil willst du jedes Mal in so 8 Stunden Flugzeug dich setzen, das ist natürlich irgendwie blöd. Ein anderer ganz großer Faktor, und der ist jetzt zum Beispiel für viele Leute, ich habe es gerade schon angekündigt, mit diesen beiden Herren beispielsweise, die ich getroffen habe, aber auch für viele andere relevant, den jetzt zum Beispiel ja Mallorca nicht bieten kann, ist, dass Zypern eben zweigeteilt ist
und dass eben Zypern einerseits zwar zur EU gehört, andererseits aber nicht. Und auf der anderen Seite Zypern für viele Leute, die dort auswandern, eben auch steuerlich interessant ist. Ja? So, jetzt komme ich aber so ein bisschen zu diesem Punkt mit dem Norden und mit dem Süden von Zypern, weil das wusste ich zum Beispiel vor meiner Reise auch noch überhaupt gar nicht. Und deswegen finde ich das immer so spannend, irgendwo mal hinzureisen und selber was zu machen. Und das ist für mich auch immer der größte Pull-Faktor, dass ich sage, ich will, wenn ich auswandere, ich will irgendwo was Neues erleben. Ich will ein neues Abenteuer. Ich will neue Leute kennenlernen. Ich will meinen Horizont erweitern. Darum geht es mir auch immer. Ja? Und deswegen finde ich das interessant, deswegen habe ich auch am Anfang gesagt, meine Flucht nach Zypern, weil wenn ich irgendwohin mal reise, um mir eine Region anzuschauen, dann schreiben immer viele oder behaupten gleich einige, ich würde jetzt irgendwie nach Zypern flüchten oder so, weil irgendwie der Scholz mich am Kragen hat oder so. Das ist natürlich kompletter Schwachsinn. Nur wenn man ja irgendwo hingeht und sich erstmal was anschaut oder zum Beispiel auch mal eine Woche oder einen Monat dort verbringt, heißt das doch noch lange nicht, dass man jetzt irgendwie direkt dorthin zieht. Ja? Also ich wohne ja jetzt erstmal weiterhin auf Mallorca. Aber trotzdem kann man ja die Fühler ausstrecken und sich andere Sachen mal anschauen. Jetzt aber zu Zypern und jetzt geht's richtig los, ja? Also erstmal muss man sagen, Zypern ist zweigeteilt. Das seht ihr hier an dieser gestrichelten Linie, ne? Und jetzt ist es so, dass der Süden von Zypern, der ist eher so griechisch geprägt, ja, also es wohnen viele Griechen dort, es gibt aber auch viele Leute aus Russland beispielsweise, die ich dort getroffen habe, die dort wohnen, ja, beziehungsweise dort arbeiten und so, aber dieser Teil, und das macht es halt so besonders, gehört ganz normal zur EU. Ja, also so wie jedes andere EU-Land gehört dieser Teil zur EU. Hier zum Beispiel war mein Hotel in Limassol. Hier bin ich gelandet in Larnaca. Es gibt aber auch in Paphos beispielsweise hier, wo ich auch war, einen Flughafen, der hat, glaube ich, eine Anbindung nach Köln und so zwei, drei andere Standorte auch noch in Deutschland. Das heißt, das ist natürlich auch wichtig zu wissen, dass es mehrere Flughäfen gibt. Limassol, kann man wirklich sagen, ist einerseits der teuerste Standort von ganz Zypern, wo die Immobilienpreise auch schon sehr, sehr, sehr hoch sind und wo man ja auch schon viele Unternehmen, Startups und so weiter hat. Hier ist es auch so, habe ich zum Beispiel die Freedom 24 Firma besucht, mit denen ich ja auch kooperiere und zusammenarbeite, wo ich auch mein privates Aktiendepot jetzt anfange mit den Dividenden sparen und so weiter. Und mit denen habe ich übrigens auch Interviews gedreht, die kommen bald noch online, die dürften für euch auch interessant sein. Und dort befindet sich halt so ein bisschen auch so der Finanzdistrikt und so viele Hochhäuser und so weiter. Das ist halt so dieser südliche Teil. So, und jetzt ist das Interessante, gibt es aber auf Zypern, und das wusste ich dann bis vor kurzem noch gar nicht, eben auch einen nördlichen Teil oberhalb dieser gestrichelten Linie. Und auch da ist die Hauptstadt Nikosia auch geteilt in der Mitte, ja. Und dieser nördliche Teil gehört eben nicht mehr zur EU und ist sehr viel stärker türkisch geprägt als jetzt griechische Prägung, ja. Und da gibt's auch, das kann man sich selber, wenn man will, mal bei Wikipedia durchlesen. Das kam ja 1974 da zu heftigen Unruhen und so weiter. Und seitdem gibt es auch eben diese Trennung. Aktuell, da findet jetzt nicht irgendwie ein großer Konflikt oder so statt. Obwohl, und da sehen wir auch noch einen heftigen Mindset-Unterschied, als ich im Süden war, haben mich sehr viele Leute dort quasi vor dem Norden gewarnt und haben gesagt, also so wie das teilweise schon klang, ja, war das so nach dem Motto, das ist so wie Afghanistan da im Norden. Aber deswegen ist es auch so wichtig, sich immer selbst ein Bild zu machen, weil ich bin dann über die Grenze gefahren und da hast du einfach deinen Pass gezeigt, dann wurde kurz dein Pass kontrolliert und dann durftest du halt in den Norden. Und was man eben dort sagen kann, dass die Kriminalitätsrate dort extrem niedrig ist. Also da habe ich mich jetzt in keinstem Maße irgendwie unsicher oder unwohl oder irgendwie sowas gefühlt. Ja. Und ja, das ist aber auch vom Mindset her so ein interessanter Unterschied, weil ihr werdet auch viele Internetvideos sehen, beispielsweise von Leuten, die warnen vor dem Norden von Zypern, insbesondere wenn es darum geht, dass man dort zum Beispiel seinen Wohnsitz hin verlegt, weil die dann sagen, Vorsicht, dann bist du nicht mehr in der EU, ja? Und andere Leute, die dort wohnen oder die dorthin wollen, die sagen, hey,
Genau deswegen will ich ja dahin. Ich will also nichts mehr mit der EU zu tun haben beispielsweise. Das heißt, das, was für die einen Leute ein Risiko ist, ist für die anderen Leute eine Chance. Und man muss immer selber sich einen eigenen Eindruck machen und selbst überlegen, was einem zusagt. Ich war dann beispielsweise, als ich im Norden war, hier auch in diesem Bereich, Iskele nennt sich das. Und da war ich schon beeindruckt. Ich blende euch jetzt mal hier ein paar Videos parallel zu ein. Ne? Da habe ich beispielsweise eine Immobilie besichtigt, die gerade im Bau ist. Da werden so riesige Hochhäuser teilweise gebaut, gerade mit 35 Stockwerken und so. Und da ist, was die Immobilienpreise angeht, aktuell noch richtig, kann man sagen, also so war mein Eindruck, so eine Art Goldgräberstimmung. Also mit Leuten auch, mit denen man dort redet, die sagen so, ja, das ist der Wahnsinn hier, wenn man jetzt zum Beispiel in Rendite machen will, dann investiert man hier, weil man sonst in Europa oder irgendwo in Mallorca oder so natürlich schon so teure Preise überall hat. Aber die Region, das sieht man ja auch so ein bisschen im Video, wirkt noch so ein bisschen unterentwickelt, boomt aber gerade heftig. Also man sieht halt wirklich eine Baustelle nach der anderen dort entstehen. Und deswegen ist das so interessant, wenn man sich so vorstellt, da kriegt man irgendwie ein Apartment schon teilweise für 120, 130.000 Euro zu kaufen, ja, brandneu gebaut und direkt am Meer, ja, mit auch einer Infrastruktur, die immer besser und so wird, dann ist das natürlich extrem interessant, wenn du dir überlegst, hier in Santa Ponsa oder irgendwo in Mallorca zahlst du da teilweise das 3-, 4-, 5-fache oder so davon. Ja, dann ein anderer Bereich, den ich mir dann auch noch angeguckt habe, der war dann hier mehr im Norden, hier in Esentepe und so hieß das, glaube ich. Ja, da blende ich euch auch noch mal ein paar paar Videos. Und da muss ich also wirklich sagen, das war wirklich so, wenn ich jetzt überlegen würde, auszuwandern und dorthin zu ziehen, nicht einfach nur in Immobilien und so zu investieren, weil Iskele so eher von der Art, und wenn man sich auch anschaut, dass dort viele Casinos entstehen sollen, viele Partyhochburgen und so weiter, dann ist das ja zum Leben gut. Wenn man jung ist und so, dann denkt man sich vielleicht, boah, geil, ist genau mein Ding. Ich habe ja auch mein Büro hier in Magaluf, ja. Aber auf der anderen Seite, zum Leben fand ich in Zypern von dem, was ich gesehen habe in einer Woche, mit am allerschönsten eben diesen Norden, weil der sehr, sehr, sehr grün war. Du hast da so schöne Gebirgszüge und so weiter. Das war wirklich eine phänomenale, kann man sagen, Landschaftsarchitektur. Und das ist sozusagen sehr interessant. Und deswegen sind da wahrscheinlich auch Leute, die dorthin ziehen und dort investieren, die halt eben sagen, dass die Landschaft sie dort so begeistert. Ja, man muss jetzt natürlich, und wenn man das jetzt mal so ein bisschen zusammenfasst, immer wieder sagen, dass wenn man sich entschließt, auszuwandern, sollte man immer vorher sich gut informieren. Man sollte erstmal dort selbst hingehen. Man sollte sich alles anschauen. Man sollte Ruhe bewahren und nicht sich irgendwie von irgendwelchen Leuten irgendwie was aufschwatzen lassen oder irgendwie so, sondern man sollte einfach zum Beispiel mal sich mit ein paar anderen Freunden ein Apartment mieten für einen Monat oder so und sich viel anschauen. Gucken, welche andere Leute aus Deutschland wohnen denn zum Beispiel da. Ne? Es gibt hier zum Beispiel ja auch, wie ich gerade gesagt habe, den Florian Roski, ne? Der ja selber dort schon seit Jahren investiert. Und der beispielsweise hat auch ein Video auf YouTube gemacht, ne? Warnung, Gefahren beim Immobilieninvestment. Also man guckt sich auch mal an, wie ist das eigentlich mit den ganzen Risiken und so weiter dort in dem Bereich, ja. Oder aber, das war jetzt zum Beispiel eine Firma, mit denen ich dort unterwegs war, mit mehreren Investoren und Maklern auch dort, dem Mario beispielsweise, den ich dort kennengelernt habe, die beispielsweise ja auch sagen, was ganz wichtig ist, und ich habe euch jetzt auch unten drunter mal ein Video verlinkt, da könnt ihr, falls ihr wollt, das einfach euch mal anschauen, wie so dort die Chancen und Risiken aktuell sind. Der hat hier so eine kleine Präsentation auch, wo er auch nochmal auf die einzelnen Standorte eingeht und genau zeigt, ja, wie sind eigentlich beispielsweise die Preisunterschiede bei irgendwelchen Objekten und so. Der aber auch sagt ganz klar, wo man unbedingt drauf achten muss, sind zum Beispiel eben diese Title Deeds, also Eigentumsurkunden und so, ne? Weil das ist halt immer so, du bist in einem ganz anderen Land, du bist dann potenziell eben, was heißt potenziell, du bist dann eben nicht mehr in der EU und schon musst du halt eben auf Dinge achten, die eben anders laufen als in dem Land, wo du vielleicht herkommst, ja? Was ich aber interessant finde und was man definitiv nicht sagen kann, ist, dass jetzt pauschal irgendwie nur, weil ein Land außerhalb der EU ist, irgendwie sehr viel risikoreicher ist
als irgendwie ein Land innerhalb der EU. Ja, ich glaube einfach, dass viele Leute, und das merkt man immer daran, die selber noch nirgendwo anders hingereist sind, dass die immer glauben, Deutschland wäre irgendwie der Nabel der Welt, sich aber politisch gar nicht wirklich informiert haben, was teilweise in der EU alles gerade abgeht. Zum Beispiel auch mit den ganzen Führerscheingesetzen und mit dem, was da alles kommt, mit den ganzen Bauverordnungen, mit den ganzen Dämmungen, mit all diesen ganzen Zwängen, die kommen. Und da kann man doch schon mal sagen, hey, allein aus Diversifikationsgründen ist es doch vielleicht interessant, sich auch mal in anderen Bereichen umzuschauen, vor allem, wenn ich die Ressourcen habe und die Möglichkeiten habe, wo ich andere Leute sehe, die beispielsweise schon dort sind und erfolgreich dort eben investieren, erfolgreich dort leben und so weiter. Trotzdem ganz klar gilt es wie immer, dass man eben Risiken absteckt, dass man Chancen erkennt und dass man dann am Ende für sich selbst Entscheidungen trifft. Ja? Und deswegen bin ich eben nach Zypern gereist, einerseits um eben die Freedom24-Firma zu besuchen, mit denen ich ja zusammenarbeite, wo ich mir natürlich auch mal anschauen wollte, hey, wie arbeiten die dort so? Und das fand ich eigentlich ziemlich eindrucksvoll, da werdet ihr die Videos dazu auch noch hier sehen. Ja? Weil es gibt ja auch immer wieder diese Fraktion an Leuten, die immer sagen so, oh, Zypern und so, es sind doch alles nur so Briefkastenfirmen und so. Ja? Und wenn man dann halt dort mal in eins von diesen drei Hochhäusern, wo die arbeiten, wo die international wirklich aus unterschiedlichsten Ländern auch Angestellte haben, mit denen man reden konnte, die alle möglichen Dinge erzählt haben, zum Beispiel auch, dass in dem EU-Teil von Zypern bei so einer Firma wie Freedom24, ne, die alle ganz genau gleich reguliert sind, die Broker, wie jetzt beispielsweise ein Broker in Deutschland. Die sind sogar zusätzlich zur BaFin-Regulierung auch noch reguliert durch die zypriotischen Behörden und so weiter. Es ist immer so interessant, so den Unterschied zu sehen zwischen Praxis und Theorie. Genauso wie es ja immer solche starken EU-Verfechter gibt, die dann sich die EU-Flaggen und so weiter in ihre Twitter-Profile reinschmettern. Das sind dann genau diese Leute, die dann aber auf einmal, wenn man von Zypern spricht und so, sie irgendwie sagen so, oh, tut mir leid, da können wir mit ihnen leider nicht mehr zusammenarbeiten, weil Zypern ist eben ein Risikoland. Ja? Und dann meinen sie aber nicht den Nordteil, der nicht zur EU gehört, sondern tatsächlich sogar auch den Südteil. Ja? Habe ich tatsächlich dort von einigen Leuten erfahren. Ja? Und da merkt man halt immer wieder den Unterschied zwischen Theorie und Praxis und auch den Mindset-Unterschieden. Und weil ich es so unfassbar wichtig finde, sich immer ein eigenes Bild zu machen und nach selber dazu zu lernen, bin ich nach Zypern geflogen und die nächste Reise werde ich wahrscheinlich mal so in den anderen Osten von Europa machen, so in Richtung Polen und so und was ich auch noch auf jeden Fall geplant habe, weil das ja auch immer mehr auch ein Auswandererziel von vielen Leuten ist, dass ich mir auch mal Dubai anschauen werde, weil ich muss zugeben, ich habe auch ein paar Vorurteile bezüglich Dubai, obwohl ich selber noch nie da war und das ist so dumm, da bin ich selber gar nicht anders, ja, und deswegen habe ich mir auch gedacht, es kann nicht sein, dass ich irgendwelche Vorurteile habe über einen Ort, in dem ich selber noch nie war. Und deswegen werde ich auch dort wahrscheinlich nächstes Jahr mal hinfliegen für ein oder zwei Wochen und mir das alles mal anschauen. Ja? Wenn du jetzt noch Fragen zu Zypern hast oder selber Erfahrungen, dann teile sie uns doch einfach unten drunter. Und wie gesagt, wenn du dir einfach mal ganz unverbindlich Zypern anschauen willst oder einfach mal ein paar mehr Informationen über den Standort haben willst, zum Thema Auswandern, zum Thema Investieren und so, habe ich dir unten drunter hier auch ein Video von Mario verlinkt, der ja bei Redbird Real Estate dort arbeitet und der auch sehr viel Erfahrung schon dort hat, weil er eben selber eben dort auch lebt, ja, und dir über die Vor- und Nachteile dich genau aufklären kann. Dann, wie gesagt, ist das noch unten drunter verlinkt. Ansonsten, ja, bis zum nächsten Reisevlog.